Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Ich habe den neuen Holzer Traubeminze heute direkt geholt, als er rausgekommen ist. Theoretisch sogar noch bevor er rausgekommen ist, habe ich schon eine Dose ergattern können. Deswegen jetzt auch direkt mein Ersteindruck. Ein wirkliches Review kann es ja noch nicht sein, dafür habe ich ihn noch viel zu wenig geraucht. Aber ich denke, viele wollen wissen, wie der ist. Deswegen jetzt der Ersteindruck zum Grape Mint von Holzer. So, Leute, da bin ich wieder mit dem Holzer Grape Mint. Das Ding ist angeraucht, ich würde aber sagen, ich zeige euch erstmal noch den Tabak, wie er in der Dose zu euch kommt. Und ich muss sagen, wie man das von Holzer gewohnt ist, echt eine hervorragende Tabakqualität. Also wenn es um Virginia geht, wünsche ich mir das wirklich ganz, ganz genau so. Unglaublich schöner Schnitt, es ist weder zu fein noch zu grob, lässt sich im Funnel sehr entspannt bauen, lässt sich sehr, sehr gut in einem Mehrlochkopf bauen. Ihr seht auch den Inhalt von der Dose, ich habe definitiv schon ein paar Köpfchen davon weggeraucht und kann jetzt, glaube ich, definitiv was zu meinem Ersteindruck sagen. Ja, zwischendrin sei auf jeden Fall nochmal gesagt, Leute, ihr wisst das ja wahrscheinlich, ich bin großer, großer Freund des Black Nanas von Nameless, das ist eine schwarze Traube. Das jetzt hingegen soll eine Mischung aus einer weißen und einer schwarzen Traube sein, beides dann eben noch mit Minze dabei. Ja, viele von euch wissen das, der Black Nana ist mein absoluter Lieblingstabak, ich rauche fast täglich ein paar Köpfchen Black Nana, also dass mir wirklich einen Tag kein Black Nana rauche, ist wirklich die Seltenheit. Und dann stellt sich für mich natürlich die Frage, kommt der Holzer da ran, will er da rankommen, ist es vielleicht eine ganz andere Traubennote und darüber wollen wir jetzt auch so ein bisschen hier in diesem Ersteindruck sprechen. Aber als erstes zeige ich euch, glaube ich, mal noch ein bisschen die Rauchentwicklung, weil die ist auch wie von Holzer gewohnt übertrieben krass. Junge, das ist eine Rauchentwicklung. Also wirklich, wirklich abnormal gut, lässt sich super entspannt rauchen, wie auch bei den anderen Holzersorten. Kein Drücken, kein Kratzen, wunderbares Rauchverhalten, also wirklich einfach sehr angenehm. Dazu seien noch ein paar Worte zu meinem Setup gesagt. Ich rauche das Ganze gerade auf meiner Alpha Hookah X. Dran hängt die schöne Noble Dust Kohlezange, mein normaler Kopf für Traube Minze. Ihr wisst es ja, ich rauche sehr, sehr gerne im Funnel. Auf Vollkontakt mit einer Smokebox, gerade zwei Kohlen drin. Und dazu muss ich wieder den Vergleich zu Black Nana schlagen, weil bei Nameless Black Nana habe ich es ab und zu, dass er mit zwei Kohlen zu viel Hitze bekommt und ich dann mit einer Kohle noch auf Kipp rauchen muss. Also eine Kohle in der Smokebox und eine noch auf Kipp dazu. Und beim Holzer kann ich durchgängig einfach mit zwei rauchen, ohne dass was passiert. Sogar wenn ich im Review einfach mal gerade ein paar Minuten laber und nicht direkt ziehe, gar keine Probleme. Ich habe wirklich niemals irgendwie einen Zug gehabt, der dann zu heiß war, wo ich dachte, okay, jetzt muss doch die zweite Kohle runter, jetzt ist es zu viel Hitze. Läuft wirklich durchgängig mit zwei Kohlen in der Smokebox, auf dem Mahalla Invoke, auf der Alpha Hookah X. Wunderbar. Bei der Rauchentwicklung kommt natürlich auch das Blow-Off von der Alpha unglaublich gut rüber. Ihr wisst das ja, die Alpha hat sowieso ein sehr, sehr schönes Blow-Off. Sieht einfach sehr, sehr geil aus. Und bei der Rauchmenge, die aus dem Holzer Grape Mint hier eben rauskommt, wird das Ganze nochmal beeindruckender. Ja, aber genug zur Rauchentwicklung und zum Rauchverhalten. Wir kommen als nächstes zu dem Geruch. Wie riecht der Tabak? Ich habe die Dose schon hier neben mir stehen und ich würde sagen, wir riechen einfach mal dran und ich versuche euch das bestmöglich zu beschreiben, wie der Holzer Grape Mint so riecht. Also was mir als erstes auffällt, ist, dass ich eher eine weiße Traube rieche als eine schwarze Traube. Ihr habt eher so eine süße Note, so eine ganz leicht beißende Traubennote, die da drin ist, aber beißend jetzt gar nicht negativ gemeint. Man merkt es nur so ein bisschen in der Nase, riecht aber trotzdem sehr, sehr lecker nach einer weißen Traube. Es hat irgendwie noch was Vollmundiges. Die Leute, die jetzt Black Nana kennen, die wissen vielleicht, was ich meine mit vollmundig. Also eine schwarze Traube tendiert dazu, immer sehr, sehr präsent im Mund zu sein. Es ist ein sehr, sehr voller Geschmack, den man da hat. Und auch im Geruch merkt man das eben. Und davon kommt auch so ein Hauch rüber. Und ich würde sagen, das ist dann noch die schwarze Traube, die da eben auch mit drin ist. Und am Ende habt ihr einfach noch eine sehr, sehr leckere Minznote, die da eben auch mit am Start ist. Das Ganze in der Kombination riecht echt gut, kommt aber, oder was heißt, kommt nicht an Black Nana ran. Es riecht einfach ganz anders
anders als Black Nana, ja. Ich finde, man kann die vom Geruch relativ schwer vergleichen. Black Nana ist so eine ultra krass intensive, volle schwarze Traube. Und der Holster ist sehr ausgeglichen. Ihr habt eine schöne Kombination aus einer weißen und einer schwarzen bzw. einer dunklen Traube. Und dann eben noch diese gute Minznote. Wobei die Minznote sogar noch am ehesten vergleichbar mit Black Nana ist. Also sowohl beim Holster als auch beim Nameless habt ihr eine sehr, sehr schöne Minznote am Start, die auch definitiv dabei ist. Also es ist kein Tabak, der wenig Minze hat. Wenn ihr jetzt auf der Suche nach einem Traube seid, der nicht so minzig ist, weiß ich nicht. Vom Geruch her würde ich schon mal sagen, ist der Holster das nicht. Ich nehme noch mal ein paar Züge und dann kommen wir abschließend zum Geschmack. Zwischendrin aber noch mal der Shoutout, Leute. Wenn ihr zu den 50% der Viewern gehört, die diese Videos von mir hier gucken, aber noch nicht abonniert habt, dann geht gerne einmal unten noch auf den Abonnieren-Button. Das würde mich sehr freuen, das würde dem Channel sehr weiterhelfen und dann können wir weiterhin coolen Content für euch bringen. Außerdem, ihr seht es vielleicht, ich habe hinter mir noch ein bisschen umgebaut, ich habe das Set noch ein bisschen verändert, es wird auch noch mehr passieren. Ich bin immer noch nicht fertig, aber ich finde, dass das Setup so schon ziemlich geil aussieht. Ich finde es stark, dass man die Pfeife so neben mir sieht. Ich finde es stark, dass man hinter mir noch die Pfeife sieht. Regal haben wir ein Stückchen zu hoch aufgehängt. Die sieht man nämlich fast gar nicht mehr. Beziehungsweise ihr seht nur hier so ganz knapp die Bowls abgeschnitten. Also die vielleicht noch so ein Stückchen runter, damit ihr da noch mehr von der Pfeife seht. Aber ich finde, das sieht schon ziemlich geil aus. Lasst mir da auch gerne mal einen Kommentar unten da, wie ihr das neue Set so findet. Ob es euch auch so gut gefällt wie mir. Und ob ihr sagt, hier das mit dem Tresen und so und dann die Pfeife direkt neben dir, das ist stark. Pfeife im Hintergrund ist geil. Oder ob ihr vielleicht sagt, auf der Couch fand ich irgendwie cooler, hatte irgendwie was Gemütlicheres. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem neuen Aufbau hier haltet. Aber ich bin bis jetzt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr zufrieden. So, dann jetzt aber wirklich der abschließende und wichtigste Punkt bei diesem Review. Wie ist der Geschmack? Beim Geschmack ist das bei dem Holster Grape Mint für mich ziemlich genauso wie im Geruch. Also ihr habt eine schöne weiße Traube im Vordergrund, die süß ist, aber nicht überladen süß. Dann noch sehr, sehr gut abgerundet wird von dieser vollmundigen, sehr intensiven schwarzen Traube. Und im Hintergrund, was das Ganze dann nicht zu süß werden lässt, eben eine schöne Minze. Die Minze ist vom Rauchen her beim Geschmack ein bisschen weniger am Start beim Geruch. Finde ich aber auch gar nicht schlimm. Es ist ein unglaublich krass gut ausgewogener Traube Minze. Vermutlich sogar der beste Traube Minze, wenn es um ein Massenprodukt geht. Also wenn es um einen Tabak geht, der vielen Leuten schmecken soll, würde ich sogar sagen, ist der Holster vielleicht die beste Traube im Moment auf dem Markt. Die Süße von den Trauben, die da drin sind, die Vollmundigkeit von der schwarzen Traube, die dazukommt, dann abgerundet mit der frischen Note von der Minze, ist einfach eine krass gute Kombi. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ich den Holster Traube Minze einige Male rauchen werde, dass da auch einige Döschen von zu mir kommen müssen, weil es ist wirklich schon ein sehr guter Traube-Flavor. Und wenn ich mal keine Lust auf Black Nana haben sollte, und ich glaube, Black Nana wird mein Favorit bleiben, dann werde ich sehr, sehr gerne auf den Holster zurückgreifen und ich denke, das sagt schon einfach sehr, sehr viel aus. Also für mich auf jeden Fall ein sehr leckerer, sehr gut ausgewogener, sehr gut rauchbarer Traube Minze. Sollte euch das Video hier gefallen haben, lasst gerne noch einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Holster Grape Mint unten in die Kommentare. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut. Eure Shisha WG.